wo wir heute sind. Sag ich einer. Kanarischen Inseln kennen sie ja, gell? Lanzarote und Teneriffa. Und wir sind quasi am südwestlichsten Ende von Europa. El Hierro. Also wenn ich Ihnen das einmal nicht sagen darf. Europa. Und da an der Kante sind wir, El Hierro. Ganz klar. Nicht einmal so groß wie München. Ja? Aber wunderschön, sage ich Ihnen. Und die Forscher sagen sogar, die größte Klimadichte weltweit. Wenn man sich die Insel anschauen möchte, muss man ein bisschen was mitnehmen. Kalt, Regen, führt da herum, 15 Grad, Viertelstunde mit dem Auto da runter, 30 Grad. Und wenn man die Insel dann oben gesehen hat, dann geht man unter Wasser. Deswegen habe ich das. Und jetzt muss ich mich aber ein bisschen schicken, weil der Carsten wartet eben auf mich. So. Den Autoschlüssel. Den Autoschlüssel habe ich jetzt irgendwo durch den hergelegt. Nein, da. Habe ich den nicht. Immer das Geschiss mit dem Auto. Im zweiten Teil gehen wir auf kulinarische Entdeckungsreise. Und ich zeige Ihnen, wie ein Unterwasservulkan die Bewohner von El Hierro vor nicht allzu langer Zeit in Angst und Schrecken versetzte. Seit ein paar Tagen bin ich jetzt schon auf El Hierro, der südwestlichsten der Kanarischen Inseln. Um alle Teile zu entdecken, habe ich einen Geländewagen gekriegt. Der fährt praktisch von ganz allein überall hin, hat der Carsten gesagt. Aber gut, Baujahr 1970, naja. Das ist übrigens der Autoschmied, der Geländewagen. Ja. Um auf die Insel zu kommen, müssen Sie gut einen Tag einrechnen. Von München fliegen Sie nach Madrid, dann weiter nach Teneriffa. Und dann weiter mit der Propellermaschine nach El Hierro. Oder Sie nehmen die Fähre, vorausgesetzt das Wetter passt. Denn die Insel ist ja mitten im Atlantik. Sie wissen schon, Wind, Wellen und so weiter. Am Roque de Bonanza beginnt meine dritte Übungseinheit mit Carsten Mohr, meinem Apnoe-Lehrer. So, dann haben wir da noch deine Flossen. So, ein Bleigürtel können wir noch brauchen. Carsten ist ein echter Bayer aus Neubiberg bei München. Gut, dann packen wir's. Packen wir's. Er lebt mittlerweile auf der Insel und hat seine Leidenschaft, das Apnoe-Tauchen, zum Beruf gemacht. Seine Kurse haben das Motto Think positiv. Die ersten Atem- und Tauchübungen habe ich übrigens schon hinter mich gebracht. Im ersten Teil. Also falls Sie den verpasst haben, gehen Sie doch einfach auf unsere Internetseite oder in die BR-Mediathek. Jetzt geht es darum, dass wir das erste Mal ins Freiwasser reinkommen. Ziel heute ist, dass wir den Druckausgleich und die Entspannung umsetzen und ein bisschen in die Tiefe gehen. Erst haben wir den Kopf nach oben und gehen ein bisschen runter am Seil. Und dann haben wir den Kopf nach unten, gehen ein bisschen runter am Seil. Und später probieren wir mal, ob wir auch mit Flossen uns runterflösseln können. Das machen wir heute. Gut. Okay? Das Wunderbare, wenn wir unter Wasser gehen, ist, dass unser Körper, so wie er ist, jetzt schon vollkommen darauf vorbereitet ist. Wir sind vom Blut her perfekt versorgt. Wir haben 96-98% Sauerstoffsättigung. Und wenn wir ins Wasser gehen, dann hilft uns dieser Säugetier-Tauchreflex. Das ist wie eine Software, die wir in jeder Zelle haben, wie Wale und Delfine.
Der Körper reagiert sofort auf die Nässe und auf den leicht erhöhten Druck. Und wir sparen dadurch unglaublich viel Sauerstoff, weil die Arme und die Beine sich ein ganz klein wenig die Blutgefäße zusammenziehen und wir dadurch den lebenswichtigen Organen besser mit Blut versorgt sind. Wir haben das Herz, was den Herzschlag senkt, was auch wieder Sauerstoff spart. Die Milz ist sogar so schlau, die schüttet mehr rote Blutkörperchen aus. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass der Sauerstoff, der uns zur Verfügung steht, sogar noch besser umgesetzt wird. Und die Lungenbläschen, die schützen sich dadurch, dass sie mehr Blut um sich herum anlagern, das heißt, nicht so sehr zusammengedrückt werden können. Unser Körper ist wirklich von der Natur aus top fürs Freitauchen oder Apnoe-Tauchen vorbereitet. Felt like my blood was built from crackling light. Und wie war's? Hunger habe ich. Hunger, ja. Hunger. Dann nehmen wir mal die. Was sind das? Quesadillas. Was ist das? El queso. Los huevos, el azúcar, la harina, limón, anís y canela. Esos son los ingredientes para hacer el dulce típico del Hierro, que es la quesadilla. Das ist ein ganz typisches Gebäck für El Hierro. Gibt's nur hier. La metemos al horno a una temperatura de unos entre 180, 170, 180 grados durante unos 45 minutos. Andres und Carmen heißt es, die beiden. Das ist ein Geschwisterpärchen. Hat der Vater angefangen damit und die Kinder haben es übernommen. Ist das gut? Nachdem der Carsten mir das Hotel Punta Grande, einst kleinstes Hotel der Welt, auf der Westseite empfohlen hat, habe ich mich dort einquartiert. Für den zweiten Teil meiner Reise. Gut, also das ist jetzt mein Hotelzimmer. Im Hotel Punta Grande. Grande ist gut, weil es war einmal im Guinness-Buch der Rekorde als kleinstes Hotel der Welt. 4 Zimmer, ab 150 Euro die Nacht, inklusive Frühstück und wenn Sie wollen, ein Restaurant ist auch mit dabei. Also können auch gut essen. Und, schauen Sie mal her, Vorsicht, da ist eine Stufe, ja, ganz genau, die haben Sie jetzt gesehen. Bad mit Badewanne. Also Badewanne ist gut, weil Sie sehen ja, klar, aber hilft ja nichts. So, Sie, jetzt folgendes, eins darf ich nur dazu sagen, Sie sind mitten im Meer quasi auf dieser Landzunge. Ist schon laut, weil Wellen ständig, aber das entscheiden Sie dann selber. Ich muss nämlich jetzt los zum Carsten, der wartet nämlich auf mich. Ciao. Ja, gracias. Max, servus. Oh, schon ein Fleck da draußen. Du. Ja, heute fahren wir dreiviertel Stunde, eigentlich nur 20 Kilometer hier über den Berg.
und sind in einem völlig neuen Klima dann. 300 Sonnentage im Jahr, hier im Norden haben wir öfter mal einen Regen oder eine Wolkendecke. Ja. Und da drüben Lavalandschaft, karge Landschaft und schöne Badeplätze. Also eigentlich alles beieinander auf der Insel, hä? Alles beieinander. Wir fahren jetzt zum Vulkanmuseum auf der Ostseite der Insel. Zum Glück mit seinem Auto. Das ist ein relativ groß angelegtes touristisches Zentrum hier. Ja, es hat ja ziemlich dramatisches Großereignis gegeben 2011. Da ist hier an der Südspitze von der Insel der Vulkan ausgebrochen. Im Meer. Es hat Mitte 2011 angefangen mit 12.000 seismografisch aufgezeichneten Erdbeben, die man nicht alle gespürt hat, aber die immer stärker wurden. Und im Oktober ist es dann zum Ausbruch gekommen. Das war hochdramatisch, klar, weil große Verunsicherung und niemand wusste genau, was wird passieren und wie geht's weiter. Also deswegen wurde unten die Ortschaft Laristinga auch zweimal evakuiert. Da hat's gebrodelt und gezischt und 20 Meter die Wasserfontänen hoch und mit den Wasserfontänen sind Lavasteine nach oben gekommen, die geschwommen sind. Dieses Gestein hat man hier dann Restingolito genannt. Es ist einzigartig auf der ganzen Welt und man weiß auch nicht genau, wie dieses Gestein durch den Ausbruch überhaupt entstanden ist. Das Wasser hat sich grünlich-gelb verfärbt. Es kam durch einen extrem hohen Schwefeleintrag. Der Vulkan ist ausgebrochen, Wassertemperatur ist dermaßen nach oben gegangen und auch der Säuregehalt vom Wasser hat sich so verändert, dass die Fische gestorben sind. Zur Überraschung aller Wissenschaftler hat sich das nach 3 Jahren so erholt, dass es heute sogar besser ist als vorher, weil so viel Mineralstoffe eingetragen wurden durch Mutter Erde. Das ist schon ein dramatisches Ereignis. Also jetzt nicht vor Millionen von Jahren, sondern ja, beeindruckend, weil 2011, oder? 2011 war es, ja. Nicht lange her. Und wo war er jetzt? Weiß nicht, was du siehst, da gibt es einen Sonnenfleck da draußen. Auf dem Meer, auf dem Mar de las Calmas. Ja? Und da ungefähr war das, ja. 2,5 Kilometer vor der Küste. Also nicht weit weg. Der Gipfel ist 80 Meter unter der Wasseroberfläche. Vor uns liegt La Restinga. Vom Hafen aus starten täglich die Flaschentaucher, um die Unterwasserwelt zu entdecken. Carsten will mir aber die kulinarische Seite zeigen. Und zwar im Restaurant El Refugio. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué cenamos hoy? Hoy mi hermano acaba de llegar de pescar. El aperitivo de la casa, tenemos camarones frescos, típicos de aquí, de la isla. Camarones frescos. Frisch gefangen von seinem Bruder. Das ist Vorspeis quasi. Aquí tenemos el pescado que te voy a recomendar. Famoso alfonsinho, pescado de profundidad. Die mit den großen Augen, das sind die berühmten Alfonsinhos von hier. Das heißt auf Deutsch Glasauge. Alfonsinho ist ja lustig, gell? Ist der Fonsi quasi. Fonsi. Y también tenemos, también tenemos un poquito que también entró mi hermano, que cogió unos 2 Medregales. Das ist eine Bernsteinmakrele. Was, das wir machen? Ich die Bernsteinmakrele, du den Alfonsinho und dann naschen wir voneinander. So machen wir es. Alfonsinho e, e la. Medregal. 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 Alfonsinho y Medregal para comer. Sí. Gut. Yeah. Und ein Bier. Muchas gracias, nos vemos fuera. Buenos días. Buenos días. Gracias.
ist doch einiges los da in dem Meer draußen, oder? Also an Fisch, was so gefangen wird, also was er für Auswahl hat. Die fischenden Familien haben sich darauf verständigt, nachhaltigen Fischfang zu betreiben. Das heißt, ohne Schleppnetze. Also sind mit der Angel unterwegs. Lediglich Kamerunis werden mit dem Netz gefischt, aber es gibt keine Schleppnetzfischerei oder das klassische Trawling, das die Meeresböden kaputt macht. Und beweisen, dass man ganz gut leben kann davon auch. Der Geschmack des Fisches steht im El Refugio im Vordergrund. Deswegen wird er auch nur mit Öl und ein bisschen am Salz zubereitet. Muy bien, señores. Uy. Y aquí traemos el Alfonsinho. Muy bien. Das ist der Alfonsinho, gell? Das ist der Alfonsinho. Ist das so der Klassiker von Fisch, oder? Gibt's auch auf den anderen kanarischen Inseln, aber den speziellen Alfonsinho, den gibt's nur hier, soweit ich informiert bin. Also ich probier jetzt mal. Gut. Wohl bekomm's. Gut. Saftig. Guter Biss. Keine Gräten. Schön. Also, ich muss schon sagen, die Insel, die bringt einen schon ein bisschen runter. So beschaulich und so ruhig, wie sie ist. Ruhe. Ja, genau, die werde ich jetzt brauchen. Für meinen letzten Tauchgang. Den Tauchgang. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon noch, ob ich den Schwebezustand unter Wasser erreiche. Aber der Carsten hat mich noch mal beruhigt, dass es hier nicht um Leistung geht. Macht schon was mit eurem Gärtnerplatz. Ja, und was hat's mit dir jetzt gemacht, so die Woche? Ja, es fängt einen schon ein, so eine Insel. Und auch sozusagen das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, mit Apnoe. Ja. Am Anfang wird man ein bisschen dazu gezwungen und wenn man dann so da sitzt, dann hat man es ein bisschen verstanden, warum du das mit so einer großen Leidenschaft da machst. Ich sehe mich da schon ein bisschen noch in der kindlichen Freude. In der Natur sein, in dem wirklichen Sein, in dem Hier und Jetzt sein, im Wasser sein, das ist nach wie vor wie zu Kindesbeinen im Baggersee von meinem Onkel immer noch die gleiche Freude. Das ist wahrscheinlich die Sportart, die dir am schnellsten das Feedback gibt, wie klar bist du im Moment, weißt du, dieses ewige Geplapper, was wir den ganzen Tag mit uns rumtragen. Wenn du das schaffst, vorher schon runterzufahren, das im Wasser zu verstärken und dann wieder raufzukommen, das ist das Herrliche. Und ich finde, es ist faszinierend, dass man das so wunderbar in den Alltag transportieren kann, also auch ins Berufsleben. Wie viel Druck müssen wir im Berufsleben aushalten? Naja. Naja. Aber das ist, glaube ich, genau das, der Punkt. Man muss nicht extrem Sport machen, um diesen Moment zu haben, sich zu spüren, sondern genau das Gegenteil. Ja. Man muss eigentlich genau alles zurücknehmen, Adrenalin rausnehmen, alles rausnehmen, damit man dann genau so einen Moment erlebt, der einen entspannt. Adrenalin und Apnoe-Tauchen sind wie Tag und Nacht. In dem Moment, wo du das Adrenalin im Körper hast, dann rast da dein Pumpen so hoch, da musst du sofort wieder auftauchen, weil du sofort deinen Sauerstoff verbrauchst. Wir wollen im Apnoe-Tauchen genau das Gegenteil. Raus aus dem Adrenalin, raus aus dem Pushen, raus aus der Leistung, in die Hingabe und dann funktioniert das auf einmal. Ich freue mich auf morgen. Den Kopf frei bekommen, runterfahren. Das geht nicht nur in den blauen Tiefen, sondern auch auf den Hochebenen. Das Besondere an El Hierro, die Insel ist praktisch ein Mikrokontinent mit mehreren Klimazonen. Zerklüftete Lavalandschaften unten und oben auf den Hochebenen eine komplett andere Vegetation. Und da habe ich mich eigentlich zum Wandern verabredet. Klingt nicht gut, gell? Klingt gar nicht gut. Ja, klingst du immer gut, hä? Ist ja schließlich Bayern 1970. Bist du 68er? Ja, wo kommt denn jetzt? Ja, sag jetzt im Moment, wo kommt jetzt das ganze Öl her? Ja, Pfui Teufel. Ja,
Aber hast du es ja noch geschafft. Sind sich Camino de la Virgen, der Weg der Jungfrau, sein Pilgerweg, der quer über die Insel geht, von der Kapelle bis nach Valverde. Mhm. Und es ist ein Energieweg, der von der Bevölkerung sehr geschätzt wird. Und alle 4 Jahre wird er eben von der ganzen Bevölkerung eigentlich bewandert. Wie viele Kilometer sind das? 28 Kilometer. 28? Meine Wanderführerin Aminata kommt ursprünglich aus Württemberg. Die Insel sollte eigentlich nur Zwischenstation Richtung Afrika sein. Doch Aminata wurde schwanger. Ihre Kinder kamen auf der Insel zur Welt. Das war vor mehr als 30 Jahren. Aber so von Badhosen bis Vlies braucht man schon auf der Insel, in einem Tag so. Brauchst du alles. Die Insel ist gerade dadurch so reizvoll, dass viele Vegetationszonen schnell ineinander übergehen. Du hast die trockene Zone an der Küste, kultivierte Zone, dann hast du einen Pinienwald, Licht, hoch. Und dann hast du den Lorbeerwald, wo die Feen spielen. Also der, wenn der Nebel drin hängt, auch einen ganz speziellen Charakter hat. Nach Pinien und Gagelbäumen sind wir jetzt auf dem Weg zum Arbol Santo, dem heiligen Baum, einem der Wahrzeichen der Insel. Überall hier sind diese Wasserlöcher verteilt, was in früheren Zeiten lebensnotwendig war. Meine Nachbarin hat immer wieder erzählt, wie sie noch bis 1970 fast hierher kam, ihre Tiere mitgebracht hat und hier Wäsche gewaschen hat und dann eben eine Karaffe voll mit Wasser nach Hause getragen hat. Und das ist sozusagen nur hier an der Stelle? Ja, also es ist durch diese Beschaffenheit von dem Gestein wird das Wasser gefiltert und tropft auf. Und weil hier lehmhaltige Erde ist, wird es auch gespeichert. Ne? Also dieses Wasserreservoir war hier in dieser Inselgegend. Ein mystischer Platz, oder? Ein mystischer Platz, ja. Das ist vor allem nachts bei Vollmond speziell. Das glaube ich sofort. Ja, der Baum ist nicht der Originalbaum. Garoué heißt heiliger Baum. Dieser Baum hier, der wurde 1957 gepflanzt. Der ganze Mythos der Insel dreht sich eigentlich ums Wasser, um das Thema Wasser, weil wir auf der Insel keine Quellen haben, wir haben keine Flüsse, wir haben Wasserproblematik. In früheren Zeiten waren die Einheimischen, die Bimbaches, darauf angewiesen, dass von oben Wasser kam, weil von unten nichts da war. Und laut Geschichte haben sie ihren Gott Eroahan inständig gebeten, er möge ihnen doch helfen. Der Gott hat ihnen Gehör geleistet. Sie haben einen Seeadler gesehen, der ein Zweigchen im Mund hat und das Zweigchen in Tigulache, das ist hier diese Gegend, fallen ließ. Der Baum ist irre schnell gewachsen, laut des Mythos. Und das Wundersame, es tropft von seinen Blättern reichlich Wasser auf die Erde. Das Wasser, das abtropft, ist eigentlich durch die Passatwolken, die hier hängen bleiben, beziehungsweise Bruma, die Nebelwolken. Luftfeuchtigkeit fließt weg. Ja, Wolken und Nebel. Mhm. Die Insel in allen Facetten genießen, hat der Carsten gesagt, als er mir den Autoschlüssel gegeben hat. Ja, gut, bitteschön. Aber am Ende wird man dafür auch entschädigt. Am nächsten Tag war es dann soweit. Der letzte Apnoe-Tauchgang auf meiner Reise. Der Tauchgang.
Der Carsten will mir einen Tauchspot zeigen, an dem eine ganz besondere Herausforderung auf mich wartet. Und? Wie läuft's mit der Kiste? Großartig, wie ein Wahnsinn. Ja. Ja, dann passt alles. Ja, steh ich wieder vorne hin. Wir sind hier an einem meiner Lieblingstauchplätze in Tacuarón. Das ist der Chaco von Tacuarón. Da vorne haben wir 1-2 Meter Wassertiefe. Das geht dann auf 3-6 Meter Wassertiefe. Das ist alles unterhalb von 10 Metern. Alles machbar. The first snow, first winter of my life. I was told it was the height of. Und da unter Wasser ist ein Torbogen. Es ist sehr, sehr schön, da durchzutauchen. First dance. Quasi Highlight. Ja, das ist ein Highlight. Das ist wirklich in dieses türkise Grün, Licht durchflutete Tunnel durchzutauchen. Das ist wie eine Neugeburt. Wirst sehen. Das Schöne war, ich war ganz ruhig, ganz bei mir. Fast ein bisschen wie in der Kindheit, wo man einfach oben ist, ohne nachzudenken. Danke, Carsten.